Mobileye's coverage of CeBIT 2015 is powered by ASUS. Jetzt geht's. There we go. Fantastisch. Wir sind bei Logic Instruments, bei Reseller Planet hier, CeBIT 2015. Und wir haben das Fieldbook F1. Der Daniel von Logic Instruments wird uns alles erklären über das Produkt. Hallo Daniel. Hallo. So, Fieldbook F1. Also, wie schon gesagt, das ist unser Fieldbook F1. Das Fieldbook F1 ist ein fully rugged Phablet. Phablet ist ein Mix zwischen Tablet und einem Smartphone. Wir haben einen 6-Zoll Bildschirm, der in Full HD auflöst, also 1920x1080 Pixel. Wir haben ein Dual-SIM-Gerät hier, in dem wir zwei verschiedene Karten, Sie können entweder Privat- oder Business-Card einsetzen, dann können Sie zwischen beiden umschalten. Das Gerät ist IP68 zertifiziert, das heißt, Sie können es unter Wasser tauchen, man kann, es ist staubdicht, das Gerät ist bis zu einem Meter. Das machen wir gleich. Können wir einen Test machen? Gleich machen wir einen Test, okay, ja. Also bleibt mal dran, wir testen es gleich. Was kostet das Produkt? Also wir sind bei dem, in Deutschland sind wir bei 750 Euro Listenpreis. Und das ist natürlich für Business-Kunden wie Blaulichtkunden, Health oder, ja? Für alle, die alle draußen arbeiten, die viel unterwegs sind, das Smartphone immer dabei haben müssen. Für Servicetechniker ist es sehr gut geeignet. Ja. Okay, jetzt das Drop-Test von das Fieldbook F1 vom Logic Instruments. Jetzt geht's. Da ist es auf dem Boden. Alles bleibt 100% und wir sind hier draußen und alles funktioniert noch. Können wir das nochmal machen? Ja, komm mal. Drop-Test Nummer 2. Okay. Super. Funktioniert noch einwandfrei. Excellent. Können wir jetzt das ein bisschen Wasser drüber spritzen? Einfach drüber laufen lassen. Ja, okay. There we go. Fantastisch. So, von Logic Instruments das Fieldbook F1 auf CeBIT 2015. MobileGeek's coverage of CeBIT 2015 is powered by ASUS.